willkommen zurück zu einer weiteren medizinisch hochwertigen Folge Starfield. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft immer noch. Ihr könnt dieses Spiel insgesamt 5-mal in Runde 2 gewinnen, bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ganz easy, nicht wahr, Kumpel, Kollege? Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshal schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Ja, ich dürfte auf dem neuesten Stand sein. Ben Armistead. Freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Wie geht's, alter Freund? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sam Coe? Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Wie alt ist Cora jetzt? 9? 10? Schön wär's. Sie ist 12. Schon fast ein Teenager? Oh meine Güte. Als ob ich nicht schon genug graue Haare hätte. Bist du zurück? Oh nein, so ist es nicht. Ich passe hier nur auf den Deputy auf. Ich will schließlich den ganzen Spaß nicht verpassen. Verstehe. Na gut. Dann kommen wir zur Sache. Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Alle Ranger wissen, dass man seinem Instinkt trauen muss. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station doch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Okay, er ist der Älteste, also der Marshall sieht noch älter aus. Ich weiß nicht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat hier das Sagen und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Hey, Ari, du Schuft. Schuftest du fleißig? Hey, Chief. Ich würde sagen, ich muss mich um die Backups kümmern. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Einen Augenblick, kann ich das jetzt schnell knacken, bevor er kommt? Geh weiter, dieser Flügel ist gesperrt. Ich will nichts stehlen, ich will nur knacken. Ich will nur knacken, Bruder. Knack und back, du weißt, wie ich meine. Hm, passt nicht rein. Jetzt passt der auch wieder nicht. Ah, okay, ich verstehe. I understand. Kriegen wir den nirgendwo rein oder wie oder was? Naja, geht hier nicht rein. Aber ich muss knacken, damit ich endlich mal besser werde. Die Schlösser hier sind eine Qual. Hier geht auch nichts rein. Ja, ich weiß schon, dass ich gucken muss, dass ich sozusagen es so knacke, dass ich schon mal... Man sieht ja hier drüben der Nächste, der drankommt. Ja, aber auch hier geht's. Aber ich habe gar keine andere Wahl, ne? Und der passt auch wieder nirgendwo rein. Problem ist, so verschwendet man immer wieder einen, ne? Der geht hier rein. Ja, ich muss das unbedingt ausbauen, dass ich hier drin besser werde. Geht auch wieder nirgendwo rein, aber der geht eventuell... Nee. Verkackt.
Nee, wieder verkackt. Selbst Lehrling-Dinger sind unfassbar schwierig. Dann schon mein Startding ist meistens voll für die Krütze. Oder, ach, man kann switchen. Oh Gott. Jetzt verstehe ich das endlich. Nach wie vielen Folgen, nach wie vielen Stunden verstehe ich das Spiel? Der hier ist weg. Der geht hier nicht rein. Der geht hier rein. Ich hoffe, der macht mir jetzt keinen Ärger, weil wie gesagt, ich will eigentlich nur es öffnen, um es mal zu öffnen. Du hast echt ein Händchen für diese Schlösser. Tut mir leid, ich brauchte... War ein Unfall. Du kommst mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Ach komm schon, ich wollte da nur ein bisschen trainieren. Ich find nie Schlösser. Immer was ich finde, ist Meister, Experte. Und ihr seid echt Schweine seid ihr. Ich habe ja nichts gestohlen. Und Sam ist jetzt wahrscheinlich auch wieder total... direkt weitermachen. Sam ist wahrscheinlich auch total angepisst. Sam! Es tut mir leid, ich musste. Bin ich denn jetzt? Warum nehme ich denn hingeschafft? Ach, guck mal hier. Hope-Tag. Wie gesagt, fürs Training. Ich habe es nur fürs Training getan. Die Zellen kannst du einfach aufmachen. Ich habe ja nicht mal was gestohlen. Ich mach's nochmal fürs Training. Aber jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Wahrscheinlich haben es mir die Leute auch schon 10-mal in den Kommentaren erklärt. Nee. Yes. Mhm. Oh, jetzt... Gab's überhaupt einen einzelnen? Ende brauche ich einer mit einem Stift. Habe ich ja gar keinen. Oder bin ich doof? Passen die da rein? Ja. Ich stehle nichts. Ich guck mal kurz rein. Okay, ich muss unbedingt mehr knacken. Ja, es war ein kleiner Ausflug. Es musste sein. Ich komme sonst hier nicht weiter. So, kann ich hier direkt wieder hinwarpen? Da ist die Station, ne? Geil, Alter, wie schnell das Schiff ist. So, ich dock mal ganz schnell an. Ich muss halt knacken, was die Knackbude hergibt, weil sonst kommen wir nie an die tollen Expertenkisten ran und die wollen wir ja haben. Die wollen wir ja haben, aber ich finde... nie irgendwas, was ich easy wegknacken kann. Hoffentlich bin ich dir von Nutzen. Da bin ich wieder. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Mhm. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Eine ehemalige Soldatin, ja? Man sagt ja, dass der Krieg einen für immer verändert. Traurig, dass Soldaten nach Hause kommen und sich nicht mehr einfinden. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist?
Das sollte die Suche eingrenzen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert, komm mit! Alright, ich bin dabei, Kumpel, ich bin dabei. Ari Miller. Sam. Vollbart. Glatt rasiert. Vollbart. Okay, warte einen Moment. Glatt rasiert. Schon irgendwie witzig, ne? Je weiter du weggehst, umso mehr Bart kommt. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Okay, endlich. Mal sehen. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Okay, nichts gefunden? Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Das könnte sein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candace Doolin. Und diese Nakamori. Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Okay. Jane und Candace. Wenn die mir irgendwo hier angezeigt, wo die sind? Wer ist das da hinten? Ich bin kein Hypochonder, aber wir gehen bald wieder, oder? Bei den Was gibt dir das Recht, hier hereinzuplatzen? Du bist doch nicht mein Arzt. Verschwinde, bevor ich die Security rufe. Meinetwegen. Wenn es nicht lange dauert. Nun, ich hatte nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin Kurier. Ich habe vertrauliche Dokumente zur Klinik gebracht. Ich wurde von Piraten angegriffen. Ich bin entkommen, aber meine Lebenserhaltungssysteme wurden beschädigt. Als ich hier ankam, war ich schon halb tot. Ich wurde gerettet und kam auf die Intensivstation. Das war vor 2 Tagen. Mr. Miller hat den Papierkram erledigt. Frag ihn. Meine Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Diskretion. Genau wie deine. Ich habe dir alles gesagt, was ich preisgeben kann, Deputy. Oh nein, wieder die Nummer. Das hoffe ich sehr. Ja, das hoffe ich. Ich versuche vernünftig zu sein. Okay, pass auf, ich habe nicht gelogen. Aber ich habe dir auch nicht alles gesagt. Ich bin sozusagen freischaffende Informationshändlerin. Ich wollte hier an geheime Forschungsmaterialien kommen und sie dann verkaufen. Ich weiß, dass das illegal ist. Aber es ist ein Verbrechen ohne Opfer. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich diese Information lieber geheim halten würde. Ich entschädige dich auch gerne dafür. Oh, wenn ich jetzt das Geld nehme, holst du dann wieder rum, Sam? Ach, ich bin einfach mal richtig Full Ranger. Wie du meinst. Ranger Armistead ist meinem Angebot gegenüber sicher aufgeschlossener. Sehr gut. Du hast das Richtige getan. Ich weiß, Pfadfinder, ich weiß. Okay, sie scheint es nicht zu sein. Besuch ist schön, aber du hältst vielleicht lieber Abstand. Wieso hat er irgendwelche komischen Killerviren? Ich fühle mich hier so eingesperrt. Oh, ich will wieder Erde zwischen den Fingern spüren. Oh, hallo. Bist du hier, um mir Gesellschaft zu leisten? Die Ärzte und Pfleger haben nie Zeit, sich einfach mal mit mir zu unterhalten. Sind immer alle zu beschäftigt, sagen sie.
Ganz meine Rede. Das kann ich zu Hause bei meinem Mann auch haben. Der ist genauso schlimm, hat nie Zeit zum Reden. Könnte nicht stillsitzen und zuhören, wenn sein Leben davon abhinge. Er könnte mich ja ruhig ab und zu mal besuchen, wo ich doch schon so lange hier bin. Aber nein, ich kriege nur gelegentlich einen Brief, dass er zu beschäftigt damit ist, sich alleine um den Hof zu kümmern. Dann stell doch jemanden ein, sage ich ihm dann. Und dann schimpft er nur, dass wegen den Arztrechnungen kein Geld mehr da ist. Ha. Können wir dann vielleicht, naja, mal loslegen? Du willst über Fragen reden. Davon habe ich jede Menge. Zum Beispiel, warum diese sogenannten Ärzte nicht rausfinden, was mit mir los ist. Mir tut einfach alles weh. Der Kopf, die Knie, der Rücken. Und ich habe Verdauungsprobleme und alles mögliche andere. Ich sage ihnen ständig, dass ich mir irgendeinen Alien-Virus eingefangen habe. Aber diese dummen Ärzte finden nichts. Seit 3 Monaten machen die einen Test nach dem anderen. Ich bin schon fast pleite deswegen. Medizin. Nein, hatte ich nicht. Bisher jedenfalls. Käme aber nicht überraschend, sobald die erst mal wissen, was das für ein Alien, Parasit oder Virus oder was auch immer ist. Ich glaube schon, ja. Aber man verliert hier das Zeitgefühl. Ich kann nur diese weißen Wände anstarren und habe niemanden zum Reden. Da dauern die Tage ewig. Ui, kennst du aber schwierige Wörter, du Genie. Wenn ich mich jetzt besser fühlen sollte, ging das nach hinten los. Tue ich nicht. Ich dachte, die ach so edlen Freestar Ranger helfen Menschen in Not. Wenn du mich fragst, leidet dieser glänzende Ruf in letzter Zeit ganz schön. Aber gut, geh ruhig. Lass dich von den Sorgen einer armen Bürgerin nicht von deiner höheren Berufung abhalten, wie auch immer die aussieht. Okay, ganz schön mieses Vibe. Was sagst du, Sam? Was eine Karen, huh? Okay. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Wie ist der Stand der Dinge? Yo, Meister! Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Wo kann ich denn hier an Terminal? Ich kann mich bestimmt um dich kümmern. Ja, soll ich einfach das hier nehmen oder wie? Ari! Ich helfe den Freestar Rangern immer gerne. Hey, wie lief's? Hattest du Erfolg? Nö. Deckst du jemanden? Die habe ich tatsächlich. Ich bin mit den Patientenakten weitergekommen und habe noch eine Kandidatin für dich. Sie heißt Catalina Rivera, wurde urplötzlich für irgendeine Notfallbehandlung hergebracht. Ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber sie war in üblem Zustand. Die gute Nachricht ist, sie passt auf dein Profil. Die schlechte, sie ist Gast in unserem VIP-Flügel. Da hat nur autorisiertes Klinikpersonal Zutritt. Nicht mal ich darf da rein. Naja. Ich glaube, den Ärzten hier ist es relativ egal, was Ranger theoretisch dürfen sollten. Dr. Cassidy leitet den VIP-Flügel. Ohne seine Zustimmung kommst du da nicht rein. Leider nimmt er es mit den Regeln wirklich sehr genau. Und Besucher brauchen eine Voranmeldung. Das hast du nicht von mir gehört. Aber ich weiß zufällig, dass er irgendwo in seinem Büro eine Ersatzschlüsselkarte hat. Ich hoffe, das hilft dir. Okay, eine Ersatzschlüsselkarte. Das ist doch was. Das ist doch was. Aber wo ist sein Büro? Wo ist sein Büro? Jedes neue außerirdische Pathogen, das wir entdecken, macht den Job ein klein wenig sicherer. Man muss es positiv sehen, Dr. Darwish. Ich will nicht unhöflich sein, aha, aber wenn das kein Notfall ist, lass dir bitte von jemand anderem helfen. Ich setze meine Jedi-Kräfte ein. Wie kann ich helfen? Tut mir wirklich leid. Nächstes Mal bin ich schneller fertig. Kann ich noch etwas für dich tun? Tut mir leid, aber wir erlauben dort keine Besucher ohne Voranmeldung. Bitte einfach die Person, die du besuchen möchtest, das mit mir abzusprechen. Wer genau bist du?
Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln, keine Ausnahmen. Bürokratie kann wirklich absolut alles ruinieren. Deutschland eben. Hör mir bitte einfach kurz zu. Ich habe viel zu tun. Fasse dich kurz. Ich setze meine Jedi-Kräfte ein. Ha, ein bisschen drohen, ich weiß nicht. Ich kann nicht für alle Menschen gleichzeitig verantwortlich sein. Gut, ja, okay, ich bin mal wieder zu naiv an die Sache rangegangen. Auch das nicht. Das ist ein bisschen vage, findest du nicht? Okay, jetzt reicht's. Okay, ich bin bereit, dir zuzuhören. Ich setze meine Jedi-Kräfte ein. Zu deinem Ach, Pech komm. Ist meine Integrität nicht konfliktiv. Ich dachte, das wäre es, die sind Menschenleben ich glaube, egal. Ich habe genug gehört. Du hast meine Antwort und die wird sich nicht ändern. Du Sack, du Elender. Wo ist der verdammte Schlüssel? Ari, wie geht's dir? Hast du die Berichte aktualisiert? Wo ist der Schlüssel? Hervorragende Neuigkeiten, Doc. Die Berichte sind aktualisiert, die neuesten Testergebnisse. Das wäre jetzt meine Gelegenheit, die ihn zu klar. Die Datenbank ist rekonfiguriert. Hoffentlich hast du auch mal Pause gemacht. Überarbeite dich nicht. Hey, wir wissen doch beide, wenn ich keine Topleistung bringe, beordert mich Dr. Davish sofort weg von hier. Und zwar nicht unbedingt auf ein Schiff, wie ich sie kenne. Wehe, du steckst irgendwas aus. Dann prügel ich dich in eines von den Krankenbetten. Wo ist sein Büro? Ist es das hier, der VIP-Flügel? Wahrscheinlich. Ich muss sein Büro irgendwo finden. Cafeteria. Das ist ein Büro. Okay, Sam, du bist der Meinung, dass wir diebisch das durchziehen dürfen, oder? Break Room. Dr. Cassidy. Ah, das ist doch was. Dietrich. Ich will nur den Schlüssel. Mehr will ich nicht. So, die Frage, wo hat er den? Klar, safe. Sam, du stehst Schmiere. Ich versuche mein Glück. Das ist nicht der Richtige. Das ist auch nicht der Richtige, oder was? Doch. Hier. Ah, ah. Nope. Kann ich zwei versenken? Ja. Ah, es ist wieder so ein Einser-Ding. Okay, nochmal ran. Das würde gehen. Das würde gehen. Das geht. Und das geht. Kein Diebstahlsymbol. Dich hassen. Ja, Sam, damit hast du irgendwie kein Problem, ne? Dass ich jetzt hier plötzlich eine diebische kleine Elster bin. Der VIP-Wing. Und ich bin drin, Bruder. So, oh mein Gott. Ärzte mit Knarren? Ach, verflucht. Ich habe vergessen, Munition zu kaufen. Oh, ich habe richtig vergessen, Munition zu kaufen. Sammy Boy? Was schießt denn hier auf uns? Was schießt hier auf uns? Ein Geschütz? Suche nach Hinweisen. Sowas wie Meme? Das tut weh. Das glaube ich dir. Trauma-Pack wäre wiederum Diebstahl.
Maya, die Ranger sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden und wenn sie das tun, wird dich eine falsche Identität nicht schützen. Es wäre besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Astronomiemine bei Shakarov wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eines der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen, für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, die Operation ist fast vorbei. Du hast für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dir persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tapferkeit und deine Loyalität der Einheit gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, Major Hull. Verdammt, die hat wirklich noch eine schwer bewaffnete Schwester umgenietet. Das juckt ja niemanden, oder? Das wird ja eh verbraucht. Hab eh nicht wirklich viele mehr von diesen Dingern. Und keine Munition habe ich. Gut, Freunde, dann geht es wohl ins nächste Gebiet. Komplett ohne Munition. Warum? Weil ich Profi bin. Brauch keine Munition. Ja, bitte Kurs festlegen. Warum geht das nicht? Ah, von diesem Ort aus kann man keine Schnellreise... Kann man darüber jemanden informieren? Was ist denn mit dem Deputy hier? Der muss doch wissen, was in seinem eigenen Laden für eine Kacke abgeht. Kann nicht sein, dass ich der einzige Fähige bin in dieser Freestar-Ranger-Nummer hier. Yo. Ari ist ein guter Junge. Versteht diese Maschinen deutlich besser als ich. Ich weiß noch, wie ich damals als Deputy angefangen habe. Ist lange her. Die Frau, die von ihrem Schiff gerettet wurde, das hat sie doch sicher nicht einfach freiwillig ausgeplaudert. Okay. Gute Arbeit. Konzentrier dich auf deinen Fall und überlass Nakamori mir. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Was mit der Leiche? Dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, aber was ist mit der Leiche? Redet denn niemand über die erschossene Ärztin? Was stimmt denn mit euch allen nicht? Moment, hier kann man... Hier kann man leider nichts kaufen, ne? Kaufen, ja, nichts Gescheites. Mist. Mal ein bisschen Zeug wieder loswerden. Oh, der hat kein Geld mehr. Gut, wir haben ihn ausgenommen, so gut es geht. Sonstiges, habe ich hier noch irgendwas Unnötiges? Nö. Gut, wir docken ab. Ich liebe den Geruch des Gurts am Morgen. Des Gurts am Morgen? Gott sei Dank. Du armer Irrer, du. Du armer Irrer. Tust mir echt leid, Bruder. Wirklich. Keine Ahnung, was mit dir passiert ist. Vielleicht ist es diese lange Ahnenreihe aus Inces, der Chaos, aber... Autsch. Du bist verloren, mein Freund. Okay, jetzt aber. Here we go. Mit dem neuen Superraumschiff ist alles völlig easy. Mit dem neuen Super-Duper-Antrieb ist alles völlig easy. So, wo ist das Versteck? Bona. Die verlassene Mine. Steigen wir ein. Ohne Munition. Hallo?
Der Laden gilt als verlassen, also... Kann ich mich ja wohl bedienen, oder? Kann mir hier alles nehmen, was ich will. Sternklinik. Sternklinik. Ach klar. Das Raumschiff. Das Raumschiff. Aus der Sternklinik. Logisch. Ich habe dein Schiff andocken hören. Ich weiß, wer du bist und dass du mich verhaften willst. Ich muss dich warnen. Ich hatte lange Zeit, mich hierauf vorzubereiten. Entweder gehst du also wieder oder ich begrabe bald deine Überreste. Lady, ich bin verdammt harter Knochen. Ich hatte einen verdammt miesen Tag, also... Was das wohl für ein Kristall ist? Nicht auf die Eier gehen, am besten ergeben. Wähl die beste Option. Machen wir uns nichts vor. Ist das die Geheimwaffe, ein kleiner Käfer? Sorry, Lady, aber das wird nicht reichen. Nein, das wird ganz und gar nicht reichen. Geh mir doch aus dem Weg, Sam! Verdammt, noch eins. Cutterkiste. Oh, ein Cutter. Brauche ich, um Ressourcen zu ernten, ne? Voll wichtig irgendwie, sagen alle. Ressourcen voll wichtig, ey. Kobalt. Liegt einfach hier so rum. Sam, jetzt hör auf, mit dem unterbelichteten Käfer zu spielen und... Lass uns hier lieber weitersuchen. Wir haben andere Probleme als irgend so ein doofes Krabbelvieh. Industriewerkbank. Hast du dich dick genug eingepackt? Sonst wirst du ganz schnell zum Eiszapfen. Inferno-Mine. Ist hier immer noch ein Käfer? Keine Ahnung. Komm schon, Lady. Ich habe für sowas, ehrlich gesagt, nicht wirklich Zeit. Nämlich diese Freestar-Ranger-Mission, die geht unendlich lange. Shisha-Kanister. Ey, was man hier alles finden kann, ne? Credits. Medipack. Ihr wisst, wie wertvoll die Dinger mittlerweile sind. Pures Gold. Dietrich nehme ich auch mit. Noch ein Medipack. Und ein persönlicher Bodycroomer. Damit du auch haarlose Eier in der gesamten Galaxie hast. Noch mehr Medipacks. Alright, alright, alright. Okay, was ist der Plan, Sam? Security. Die Tür hier hat sie kaputt gemacht. Wenn ich sie berühre, kriege ich einen fiesen Schlag. Und Krabbelfiecher. Bisschen größeres Vieh diesmal. Emergency. Wie kriege ich das Ding hier auf? Generator. Nicht cool. Da ist schon mehr nötig. Sam rennt natürlich wieder voll rein. Kaputter Schalter. Kann ich ihn irgendwie reparieren? Sam, irgendwelche Vorschläge. Mach dich auch mal ein bisschen nützlich. Okay, vielleicht habe ich oben irgendwo eine Tür übersehen. Ich weiß es aber nicht. Nee, es ging hier drüben entlang. Das sind irgendwelche Schlafplätze. Das Biber-Badezimmer. Kein Geheimgang auf dem Klo. Huh. Merkwürdiger Kristall. Hässlicher Käfer. Die Mine untersuchen. Security. Kann ich hier irgendwas drücken? Irgendetwas. Verriegelt Meister. Warum muss immer alles Meister sein? So eine Knarre. Anzug. Den nehme ich mit. Den kann man wenigstens verkloppen.
Nichts. Ja, nichts. Kann ich das einschlagen? Absolut kugelsicher. Weil das ist der Bereich, wo ich hin müsste. Der Lift. Vielleicht muss ich mir einen Stromschlag geben lassen und irgendwie in der Nähe der Tür sein, so eine Art Schneidezahn. Goddammit! Ich habe das total überlesen, aber ich glaube, so kommt man rein. Alright. Ich habe hier rumgesucht und rumgesucht. Dankeschön. Was kann ich hier Kobalt ernten? Und den anschmelzen. Kann ich so ein bisschen andudeln. Schaden registriert. Hier kriegst du noch ein bisschen mehr Damage. Massive Schäden. Du blöde Sau. Jetzt besser brauchen. Hier gibt es sicher viele mechanische Teile. Ja, hier kann man ein bisschen Kobalt mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. Das sind die leicht hervorgehobenen Klumpen. Medipack. Okay, das ist unnötig. Das ist absolut unnötig, aber ich würde versuchen, ein bisschen Kobalt einzusacken. Wenn ich denn welches finde, weiß man ja nie. Schwerelosdraht. Okay, die Mine sieht schon geil aus. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, hier könnte man super eine Seance abhalten. Sam. Lopf, wenn du uns hörst, Geist. Wir spielen hier kein Phasmophobia, ja? Das ist durchaus ernst, was wir hier veranstalten, Sam. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Dein Phasmophobia-Gedöns. Ne? Kannst du schön woanders lassen. Das hier ist todernst. Wir spielen hier immerhin Starfield. Ernsteres Spiel gibt's quasi gar nicht. Was ist das hier? Ah. Auch ein Weg, weiterzukommen. Bam. Bam. Wow. Yikes. Na, ein Geschütz. Wieso? Ich höre doch noch hier irgendwo ein Vieh. Gut, anscheinend müssen wir wirklich weiter nach unten. Und das hier oben könnte ein optionales Ding sein. Stirb. Willst du das selber nutzen oder verkaufen? Das nutze ich selber. Daraus mache ich mir Talisman. Junge, daraus mache ich mir Diana Schmuck. Wow. Der Käfer hält was aus, du. So, lassen wir nochmal ganz kurz hier hoch. What is this? Hier liegen Leichen rum. Was ist hier getrieben? Die alte Ische. Diese Roboter und noch mehr komische intergalaktische Bugs. Autsch, die machen ja einen Wildschaden. Und Sam schießt mir wahrscheinlich in den Rücken. Okay, spielen wir Höhlenmensch. Ich habe Blut im Auge. Immer dieses Blut im Auge Ding. Ekelhafte Dinge, die man hier einsammelt. Sehr, sehr ekelhafte Dinge. Was schießt jetzt schon wieder? I think a Roboter. Hier ist ein Aufzug. Wow, die Höhle ist ja...
verdammt groß. Ich dachte, das wäre so eine kleine Friendship. Oh, 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 oh. Roboterhund. Nicht gut. Und was für ein Vieh. Wow. Sam. Sammy Boy, wir haben ein Problem. Riesiger intergalaktischer Roboterköter. Und ein rotzender Käfer. Mir sollte man nicht blöd kommen. Der nimmt ja gar kein Damage. Ich geh ran. Ich hab's noch drauf. Tja, aber das fiel jetzt auch noch drauf, Kumpel. Was haben die hier geforscht? Das ist doch nicht nur Bergbau, was die hier betrieben haben. Heilgel. Ein Anzug liegt hier noch rum. Ist was wert? Noch kann ich schleppen. Helmständer öffnen. Tausender wird das Ding. Okay, hier geht's wieder nur raus. Finde jetzt mal Kobalt hier unten, ne? In dieser monströsen Bude. Kannst du wirklich die Wände ablecken und suchen. Genprobe. Agola. Aber wie ist sie da unten reingekommen? Ich meine, hier sind so viele Insekten. Ich glaube nicht, dass die Lady Herr der Insekten ist. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Schalter aktivieren. Aha. Verriegelt. Storage Experte. Hier ist alles Experte. Ei, 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 ei. Sam. Schwerer Fehler. Zum Glück habe ich sehr viel Shotgun-Munition. Jetzt müsste ich nur noch treffen. Hier ist Kobalt. Da bin ich auch wieder ziemlich voll. Gut, ein bisschen was nehmen wir mit. Schön kritisch getroffen, den Dude. Medipack, nice. Wie gesagt, ich finde immer die Munition, die ich eigentlich gar nicht im Moment brauche. Okay, geht's hier noch weiter runter? Okay, man kann auch laufen, wenn man will. Geht wahrscheinlich schneller. Oh, Kacke, was ist hier unten los? Sam! Der alte Hightech-Robus hier. Just saying. Oh Gott. Und irgendwo sind Drohnen und... Ach, was ist denn das für eine Killerbude? Da kommt das Blut in Ballung, hä? Könnte ich drauf verzichten, Bruder. Systeme. Waffen sind überbewertet. Das war leicht. Und wo wird mir geschossen? Nicht mein Tag. Greif zu. Herrlich, ganz wie früher. Das ist wieder nur so eine dämliche Katakiste.
Was kann ich hier machen? Kann ich hier die Einheiten aktivieren? Ist jetzt mein Freund? Feindliche Schäden. Bruder? Feinde in Reichweite. Schaden. Alle. Ja. Leg dich nie mit einem Code. Mögliche Feindaktivität erfasst. Oh, sind hier viele Killerroboter. Na, du verdammte. Oh, von hinten kommt auch noch einer. Kann nicht. Reparatur. Level 22, das ist gut. Warte, ich skill direkt was. Und zwar, ich will mehr schleppen. Give it to me, baby. Boah, geil, Mann. Jetzt kann ich richtig looten. Jetzt kann ich richtig ablooten. Katastrophal. Wir können looten, ey. Was ist das hier? Security. Ist mit irgendwas da hinten gekoppelt. Okay, eine riesige Tür. Melde Feinde in Reihen. Sie ist irgendwo oben. Autsch. Autsch. Alle Systeme versagen. Deine Mama wäre nicht stolz auf dich. Du Versager. Beschuss. Komm schon. Kann nicht. Reparatur. Noch habe ich ein bisschen Heilung. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, sind Geschütze stark. Was ist das für ein Superlaser da hinten? Ey, die treffen mich von überall, ne? Warte, 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 warte. Alter, das Lasergeschütz haut richtig böse rein. 30 Erfahrungspunkte. Und es frisst unendlich viel Munition gefühlt. Wo ist Sam, wenn man ihn mal braucht? So, ich bin richtig angepisst, Lady. Wirklich? Echt jetzt? Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Das sagst du jetzt. Aber so wird es vermutlich enden. Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst, schön, bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Ich wurde von allen nur missbraucht und verlassen. Ich habe die Menschen aufgegeben und auf Maschinen gesetzt. Erst als ich bei der First Cavalry Major Hall kennengelernt habe, konnte ich wieder jemandem vertrauen. Wie wäre es mit einem Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können, aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde und lass mich in Frieden. Okay, wir haben wieder hier so eine Slate gefunden. Hier geht's nach unten. Lady, sie haben sich hier ganz schön verschanzt. Ich glaube, Sam ist tot. Für immer. Wenn wir ihn nie wiedersehen. Sam! Alle sind tot und so. Du kannst aufhören zu simulieren. Ah, siehst du? Alter Simulant.
Okay, sie wartet hier wirklich auf den Tod, die Arme. Warum, weshalb, wissen wir nicht. Ich weiß nur, sie hat mir das Leben ganz schön schwer gemacht. Boah, und es geht gerade so weiter. Ich muss meine Ressourcen wieder im Schiff einlagern. Was Spannendes hier. Magnet. Was? Den kann ich sogar mal looten? Kaum zu knauben. Dass ich auch mal irgendwas looten darf. Normalerweise, ihr wisst ja, wie es läuft. Ist alles für den Mann hier gesperrt. So, gehen wir zurück auf die obere Ebene. Exit. Yes, please. Wir sind dann hier durch. Ich muss unbedingt aufs Schiff abliefern. Wie gesagt, ich habe so viel Zeug im Gepäck. Wo geht das hier? Bei jedem Schiff ist das ein bisschen anders. Hier. Inventar. Sonstiges Ressourcen. Bams. Es kann nicht mehr gelagert werden. Alright. Reicht erstmal. Das ist erstmal genug. Wir müssen. Wo wieder hin? Hier hin. Bzip. Bzip. Komme ich da hin mit einer Tankfüllung oder müssen wir zwischentanken? Nö. Krasses Raumschiff. Krass. Also es ist richtig chillig. Mit der Mantis kannst du die ganze Galaxie mit einem Katzensprung erreichen. Das Ding ist wirklich ultra heftig. Aquila City kannst du auch immer gut Munition holen. Das ist eine sehr, sehr gute Muni-Quelle. Zu mir kommen alle möglichen, damit das gleich klar ist. Tja, alles Mögliche. Was genau suchst du denn? Alles. Ich brauche Munition. Du bist doch hier der Munition-Man. Der hat nichts? What? Das ist jetzt ziemlich ungünstig. Ich dachte, er stockt irgendwann auf. Medikits dann auch nicht, oder was? Nö. Ich dachte, irgendwann stockt der Typ wieder auf. Ah. Unserer ist besser. Dankeschön. Wenigstens hat er noch ein bisschen Geld. Aber ich dachte, der würde wieder aufstocken, wenn man eine Weile weg war. Wann stockt denn der auf? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Neuer Tag, neue Schicht. So, wir haben die Slate. Gehen wir jetzt noch gemeinsam ab, aber dann ist Ende. Haben wir genug Action für heute. Total Action. Wir haben so much Action. Hätte mir Arnold Schwarzenegger als Skin holen sollen. Hey Deputy, wie läuft die Jagd nach der First? Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance.
Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, sind sie erledigt. Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Oh, komm zu Daddy, du süßes kleines Speichermedium, du. Geh wieder auf die Jagd und überlass den Rest mir, Deputy. Diddle, 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 diddle. Alright. Aber wie geht's jetzt weiter? Konferenzraum 7G. Alles klar, machen wir in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.